Hallo und herzlich willkommen aus Novelda. Wir sind hierher gefahren von Valencia direkt und haben dieses kleine Örtchen besucht, denn ihr seht im Hintergrund diese Kirche, die ganz im Stile von der Sagrada Familia in Barcelona ist, wurde erbaut von einem Architekten, der bei Gaudi ausgebildet wurde. Das kann man wohl deutlich sehen. Wir sind gerade etwas hier rumgelaufen, haben uns das angeschaut. Eine sehr, sehr schöne Gegend hier, auch wenn man ins Tal blickt, sieht man schon diese karge Landschaft des Meer, sag ich mal schon Südspaniens, wo viel Trockenheit ist und im Sommer natürlich große Hitze. Wir schauen vielleicht noch mal runter in das Tal zu einem kleinen Fluss, zu ein bisschen Salzflüssen und einem kleinen Canyon und Höhlen. Genau, schaut einfach mit. Oder den Travelbug? Hallo und herzlich willkommen aus der Wüste. Wir sind heute weitergefahren von der Kirche, die wir euch gezeigt haben, die so ähnlich aussieht wie die Sagrada Familia, nur etwas kleiner ist. Und sind hier ein Stück weit in die Wildnis gefahren, man kann auch sagen in die Wüste. Hier ist alles sehr trocken und karg, dominiert von Salzflüssen und Salzseen, die hier entspringen und hier lang fließen und sich hier aufstauen. Das wollen wir uns mal anschauen. Außerdem stehen wir gerne etwas abseits, wo wir für uns sind. Gut, hier fahren ab und zu ein paar Mountainbiker entlang oder ein Crossmotorrad. Genau, wir schauen uns hier mal um an die Seen. Hier gibt es auch ein paar Caches, die werden wir machen. Die Kinder spielen glücklich im Wasser, bauen in Staudammen. Schaut mal mit.
Ja, guten Morgen. Ich bin heute früh mal an unserem kleinen Salzwasserfluss etwas stromaufwärts gewandert, der ja direkt bei unserem Wohnmobil in der kleinen Wüste vorbeifließt, und bin an diesen wundervollen Salzsee hier gestoßen. Der wird hier aufgestaut, sodass die Einheimischen und Touristen hierher kommen können und in diesem Salzwasser baden und ihre Haut pflegen können. Ich war gerade drin, wer das kennt aus dem Toten Meer oder aus ähnlichen Salzseen, man kann sich schön reinlegen und schwebt dann an der Wasseroberfläche quasi, ohne dass man schwimmen muss. Ganz wundervoll. Ich hoffe, meine Haut geht jetzt besser oder überhaupt gut. Genau, für mich geht es jetzt zurück zum Wohnmobil. So, hier oben sieht man ganz gut den Salzberg. Ich bin jetzt ein bisschen aus der Schlucht hinauf gestiegen. Das ist einfach, um hier das abzukürzen. Dann läuft man gleich hier den Weg hinab und dann kann man so durch den Salzfluss entlang, durch die kleinen Canyons, würde ich mal sagen, wandern. Das Gestein wurde quasi weggespült und der kleine Fluss hat sich da seinen Platz gegraben. Sieht echt cool aus, gerade im Morgenlicht, wenn die Sonne aufgeht und dann so in den Canyon reinstrahlt. Einfach eine wundervolle Natur. Leider auch etwas dreckig, kennen wir schon aus Italien. Der Müll wird hier etwas inflationär verteilt. Okay, ich schau mal, ich muss wahrscheinlich hier runter ins Tal hinab. Ja, nochmal ein Eindruck von diesen wunderschönen Felswänden hier. Für mich geht es jetzt zurück zum Wohnmobil. Ich bin hart dran, hier zurückzukommen und da Zeit zu bleiben. Die Kinder werden dann etwas spielen. Wir werden uns organisieren, wie das immer so ist in unserem kleinen Zuhause. Und dann fahren wir Richtung Süden nach Mursia zum schwedischen Möbelhaus unseres Vertrauens. Denn wir müssen uns jetzt doch mal den nicht mitgenommenen Hochstuhl besorgen, weil die kleine Fee, die macht so einen Wirbel beim Essen. Wir müssen ihr da mal eine Möglichkeit bieten, richtig mit am Tisch zu sitzen. Zumindest denken wir uns das. Und ihr ein bisschen was mit aufzutischen, sodass sie rumhandeln, rumschweinern können. Bei dem schönen Wetter können wir das Ganze ja nach draußen verlegen. Damit wird es etwas ein bisschen einfacher. Weil zurzeit kann immer nur einer essen und der andere muss den kleinen Hampelfritzen halten. Genau, dann werden wir mal hinfahren und so ein Gerät besorgen. Und dann weiterfahren Richtung Granada. Dort gibt es ja die Alhambra. Das wird unser nächstes Sightseeing-Ziel sein. Das zeige ich euch dann auch wieder in einem Video. Also, bleibt behütet. Bis dann. Ciao, der Ben. So, jetzt hatte ich mich doch schon verabschiedet, aber jetzt fällt mir noch was ein, was ich euch noch gerne zeigen möchte. Eine kleine Werbung für das Wohnmobilreisen quasi ist, wenn ihr seht. Ha, so sieht das hier aus. Rumpelstraße, Schotterweg, Natur, pur, karge Berge, im Hintergrund ein paar alte Aquädukte. Ich kann es jetzt, das Wort sprechen. Und dann kommt man um die Kurve, ist das schon unsere? Und schnuck, schnuck, schnuck. Da steht unsere Heimat.